Aber am Ende hat es halt gut geklappt. Die haben sich da hingesetzt, haben die Szene gespielt. Das kann absolut eine Horrorspirale werden an einem Set, gerade wenn man mit unsicheren Leuten zu tun hat. Okay, ab geht's. Also ich stelle euch mal Judas Vater vor. Wo ist meine Tochter? Die kommt doch. Ich habe gesagt, immer 20 Uhr zu Hause sein. Jetzt, manchmal geht länger, 20, 30, 20, 40. Was soll das? Und dann geht's gleich los. Wir haben eine Stunde Verspätung. Eine Stunde Verzug ist gar nichts. Wir haben eine Stunde Verzug ist schon ordentlich. Kommt natürlich auf den Dreh an, was man genau plant, was man genau vorhat. Aber eine Stunde ist schon nicht wenig, wenn du morgens da sitzt. Die sitzen ja am Anfang des Tages da. Wenn du irgendwie um 18 Uhr am Drehen bist und du hast eine Stunde Verzug, das kann schon passieren. Ach, es ist so krass, was die machen, ey. Dann mal eine Woche Verzug. Ist noch nichts geworden, dann befehlt. Das erste Mal, wo wir Kaya gedreht haben, haben wir einfach so eine halbe Stunde gedreht. Also 8 Stunden mal wir am Set, weil er gesagt Witze erzählt hat. Danach erstmal alle, boah, nie wieder mit Kaya. Du musst ja später reinbeißen. Ach cool, hier sieht man auch mal wirklich, was da auf diesem Schrottplatz alles los ist. Das ist eine so coole Location. Man kann mich auch buchen. Ich kann auch türkische Lieder. So, und diese ganze Szene verfilmen wir jetzt gleich. Und dann haben wir es. Ich wollte mich heute wirklich zurücknehmen, aber er fordert das. Sobald der Kamera auf mich ist. Okay. Ich halte mich heute zurück mit Gags. Morgan Freeman war immer der Meinung, no gags on the set. Echt? Ja, ja. Morgan Freeman war echt so, no laughing on the set. Okay, okay. Und Jim war natürlich so. Wollt ihr hier etwa klauen? Ja, das besser, lieber so, das ja. War lauter noch, du hast gleich diese Maske noch an. Wollt ihr hier etwa klauen? Klauen, am Ende nicht so zu betonen. Also wollt ihr hier etwa klauen? Das ist direkt schon wieder winzig. Ups, alte Gecken. Nein, keine Gags. Ah, ja. Ja. Wollt ihr hier etwa klauen? Ja. Dann. Ja. Dann der nächste Shot. Magst du mal kurz aufsetzen? Man kann ihn einfach hoch. Das ist natürlich krass, wenn du das hast und witzig hier hinten, John. Wenn du so ein Ding auf dem Gesicht hast und natürlich dann deinen Text da durchsprechen musst, da musst du ja richtig ordentlich noch aufdrehen, damit das soundmäßig gut rüberkommt, gut klingt. Das ist ja auch noch eh so dumpf. Also unter so einer Maske sollte man nicht flüstern, außer man hat ein Mikro versteckt. Es gibt nämlich 1000 Wege, Mikros zu verstecken. Ich habe bei Marty Fischer mal für einen Dreh für den Kinderkanal ein Mikrofon hier oben in seiner Mütze versteckt. Hatte so eine Mütze auf und hier war das Mikro, weil hier voll viel Zeug war, was irgendwie, wo man das nicht verstecken konnte. In so einer Mütze kannst du theoretisch auch ganz gut ein Mikro verstecken. Aber es ist natürlich auch etwas, was Zeit kostet. Funktioniert? Ja, ne? Ah. Wie kann man da denn durchgucken? Ja, man sieht ja nichts. Wenn du schweißt, ist es ultra hell, ne? Ah, okay. Okay. Wow, die Sonne ist halt grün. Ja. Oh, Mann. Nee. Sobald ich wieder hier drin bin, ja, brauche ich alles weg hier. Geil, ich freue mich schon drauf. Totale machen wir einmal komplett durch. Genau. Ja, okay. Und dann gehen wir ein bisschen hier zurück. Okay. Ja, das hat getropft, weißt du? Ich kenne keinen Julian. Also ein bisschen, glaube ich, zu heroisch gerade. Ich kenne keinen Julian. Ich bin ein bisschen leiser. Ja, okay. Und bitte. Ich kenne keinen Julian. Ja, ja, das ist geil. Angelo, was hast du da? Weiß ich nicht. Das ist ein Überlebenskünstler. Was machen wir jetzt mit dem? Er ist der neue Zoom-Operator. Das ist übrigens auch ganz schlimm. Ne? Es gibt immer so Songs, die an jedem Filmset irgendwann entstehen, mit irgendeinem technischen Witz. Wir hatten das schon mit 400 mm, Dreh mit Marius Melinski und Joscha Seehausen gehabt. Irgendwann ging es um ein Objektiv, wir wollten auf ein 200 mm drehen und dann habe ich ihn gefragt, ob er auch ein 400 mm hat und haben wir angefangen, dieses schreckliche 400 mm Lied zu singen, was in jedem Podcast von den beiden am Ende kommt inzwischen. Die haben das irgendwann mal als Song aufgenommen. Irgendwann muss man sich die stressigen Momente mit Gags oder sowas zur Auflockerung füllen. Und ich find cool, dass das deren Song anscheinend gerade ist. Ich bin jetzt hier gerade ein bisschen abseits vom Drehort und versuche mal diesen Kreisverkehr die Julia abzufangen, damit sie auch weiß, wo sie langfahren muss. Hallo. Hallo. Das ist ja gerade das Problem, Gürtelproblem. Nee, wir haben Thomas Problem. Wie Thomas Problem? Weil der Thomas die ganze Zeit Nerven fragt. Das ist der liebe Jan Plum, der uns heute die Genehmigung gegeben hat, hier auf den Schrottplatz zu drehen. Aber was Jan uns auch noch erlaubt hat, ist, dass wir mit dem Teil später auch was Geiles shooten können. Ganz spontan. Ja, nice. Du bist.
Das ist übrigens etwas, was total cool ist. Ne? Je älter man wird, desto gleich alt werden ja auch die Leute, die so Entscheidungen treffen können. Und als ich noch Student war oder man als Jugendlicher Filme gemacht hat, du hast einfach ganz oft keine Erlaubnis bekommen, weil die gedacht haben, was soll das? Und inzwischen gibt es einfach so viele Leute, die kennen entweder die Sachen, weil sie früher schon hier Julian Bam geguckt haben, oder sie sind selber filminteressiert und finden es halt geil, dass da gedreht wird. Also es wird auch einfacher, Genehmigungen zu bekommen, außer die Leute, die sie dir ausstellen, sind immer noch 30, 40 Jahre älter als du. Das passiert ja auch. Aber ne, je näher jemand an dem Alter dran ist, die Erfahrung habe ich gemacht, desto einfacher ist es auch, so coole Locations zu bekommen, wenn man jetzt nicht die mit der Riesenkohle auffährt. Dann ist es eh kein Problem. Du wirst jetzt gleich Julia kennenlernen, deine Tochter. Yay! Die ist ein bisschen assi. Also in Videos sind ganz sweet, so lieb, so. Aber reden wir jetzt von der Rolle oder von ihr privat? Nee, privat. Ah, privat, ja. Hallo! Hallo! Hi! Meine Tochter. Das ist einfach Photoshop-KI-Kunst, ne? Firefly oder sowas. Mann, das ist albern. Ich hab dich noch nie kennengelernt. Dein Vater, dein Vater. Das erste Mal, oh mein Gott. Ja, mit langen Haaren jetzt, oder was? Ja, immer. Oder wie macht ihr? Ja. Okay, dann lasst uns schon mal runtergehen, Leute. Wir haben nicht viel Zeit. Ich kann es nicht oft genug sagen. Wir haben so, oder? Schneller gehen. Ja. Und aufpassen. Julia, dich umarmen kann. Ich mach mal ein Messer. Ich bin sehr stark. Das ist mein Doktor, ich bitte dich. Ihr kommt jetzt mal besser mit zur Polizei. Das ist so Allmann, ey. Ihr kommt jetzt mal besser mit zur Polizei, Freundchen. Kommt der schönste Moment dieses ganzen. Dieses Set sieht so cool aus. Also diese Schrottberge da hinten. Sehr cool gescoutet. Okay, let's go, oder? Ihr kommt jetzt mal besser mit zur Polizei. Es ist so schwer, als junger Mensch in meinem Fall 20 richtig coole Locations zu bekommen. Ich könnte ein ganzes Buch mit den Absagen füllen. Ja, ich kann nur empfehlen, einfach sehr vehement dranbleiben und im Umfeld gucken. Also was noch leichter ist, meiner Erfahrung nach, wenn man wirklich coole Locations haben möchte, erst die Location finden, dann die Idee und dann das Drehbuch schreiben. Es geht halt oft nicht, aber das führt dann manchmal zu realistischeren Vorstellungen, wenn man weiß, die und die Location kann ich über die und die Kontakte kriegen oder der Vater eines Freundes hat das und das Bürogebäude. Was kann ich denn da für einen Film erzählen? Also vor allem, wenn man irgendwie merkt, man schreibt jetzt einen dritten Kurzfilm, bekommt die Locations nie und die Sachen werden nicht geil, mal andersrum drangehen und sagen, erst die Location, dann die Geschichte. Ey, war gut. Ja, geil. Ich muss mich erst an das Gesicht. Zu viel? Okay, sorry. Oh nein, super. Warte, fast auf Augenhöhe. Also ich hab da so und dann. Aber er ist halt ein kleiner. Soll ich mich. Also was soll ich denn machen? So? Nicht. Okay, dann. Nee, okay. Ja, du musst generell schneller. Ich glaube, du musst ihn noch mehr so richtig. Bam! So umrennmäßig. Fast schon. Legit. Kein Problem. Wenn das ich geht. Dagegen. Hier sieht man auch ganz schön der Boom Operator, der Tonmann hier. Diese Angeln, die werden schon eine leichte Angel haben, ne? Aber da ist halt das Mikrofon dran und mit der Zeit wird das einfach super schwer. Und das, was die allermeisten Tonmänner und Tonfrauen machen, ist halt das irgendwann auf dem Rücken abzulegen. Weil du kannst es gibt auch so Overhead-Drehs, wo die einfach fast die ganze Zeit so dastehen müssen, weil sie irgendwo drüber die Tonangel halten müssen. Es geht einfach sau in die Arme, sau in den Rücken. Und das ist so der klassische Trick, einmal kurz auf der Schulter ablegen. Vor allem, weil die haben die ja meistens auch noch oben, während Pause gerufen wird. Und es wird Pause gerufen, der Regisseur läuft da mal rein, jetzt hier in dem Fall, der Julian Bam, sagt noch mal was. Und dann setzt du ja nicht die Tonangel ab, weil da musst du ja nach wieder hochziehen oder die wollen sofort weiterdrehen, die Pause ist nicht lang genug, du verhinderst dann, dass schnell gearbeitet werden kann. Also es ist meistens das Ding einfach weiter in der Luft und ab in die Arme. Papa! Der Perfekt. War ich hab man's gesehen auch. Das war die, ne, das hier ist die von dem Tonmann, die Pausenhaltung, dass er das hier so abgelegt hat. Und da, beide Arme durchgedrückt, das Ding nach oben. Das geht einfach in die Arme. Also versucht mal irgendwas mit hochgedrückten Armen länger als 5 Minuten zu halten. Und ja, die Dinger, die sind schon viel, viel leichter, als sie früher waren. Das ist wahrscheinlich eine Ambience-Tonangel, die sind dann sehr leicht und hohl und nicht mehr so schwer im Material. Aber trotzdem zieht es ordentlich und gleichzeitig, ne, musst du die auch bewegen, immer dahin, wo die Personen sprechen, musst drauf hören, wie der Sound ist. Das ist schon ein anspruchsvoller Job. Gibt's eine Art Easy Rig für Tonangeln? Es gibt so Stativkonstruktionen. Dann hast du halt gar keinen Tonmann, gar keine Tonfrau mehr, sondern du packst es da rein, aber kannst theoretisch sie auch ein bisschen bewegen. Also es gibt es schon, aber ich kenne niemanden, der das nutzt.
außer bei so Drehs, wenn du in Studios drehst, wo es dann halt feste Konstellationen gibt und es wirklich nur noch um diese kleinen Bewegungen geht. Aber bei Drehs draußen, du musst dich ja viel zu oft bewegen. Das heißt, du müsstest jedes Mal, wenn die Kamera woanders hingeht, die Stative bewegen und es dauert zu lange. Also es gibt solche Dinge, aber ich kenne das nur aus dem Studiobetrieb, nicht bei Außendrehs. Der perfekt, Hammer. Dann direkt nächster. Und das ist mein elfbester Freund, Julian. Ja, auch sehr schön. Geil. Ja, stimmt. Chris bastelt da mit diesen kabellosen Rode-Dingern rum. Habe ich schon öfter davon gehört, dass das jetzt immer mehr Leute machen. Haben wir den? Gut. Dann haben wir den langen. Papa, wir haben Besuch bekommen. Der will halt immer so längere Sätze haben, deswegen haben wir einen sehr langen Satz. Absolut freiwillig. Genau. Papa, wir haben Besuch bekommen von einer Raumschiff-Crew. Knuffen ist einer von ihnen, deswegen ist er so süß, aber noch viel süßer als Miami Rose. Ich möchte irgendwann mal so werden wie sie. Aber das Raumschiff ist kaputt, deswegen suchen wir Kupfer, um es zu reparieren. Hast du vielleicht welches Problem? Oha. Papa, wir haben Besuch bekommen von einer Raumschiff-Crew. Knuffen ist einer von ihnen, deswegen ist er so süß, aber noch viel süßer als Miami Rose. Irgendwann will ich so werden wie sie. Aber das Raumschiff ist kaputt und deswegen brauchen wir Kupfer. Um es zu reparieren. Hast du vielleicht welches? Oh, sehr strong. Wow. Fucking one take. Haben wir gesehen oder warte mal? Du, hast. Mega krass. Du bist ein Macher, du bist ein Maker, bist du. Du darfst ja von niemand anderem was anderes sagen. Cool durchgezogen. Und also es ist so super schwierig auch, wenn du halt da, wahrscheinlich hat sie ja gerade da erst diesen Text bekommen, weil diese Infos noch rein müssen, weil die gemerkt haben, ah, wir müssen hier dem Publikum nochmal klarer erklären, was alles die Fakten sind. Dann stehst du da, haust diesen Text raus, musst ihn dir merken, musst es gleichzeitig schauspielerisch rüberbringen und dann muss der Regisseur hier, Sean Bu in dem Fall, auch noch gucken, dass es nicht zu schnell ist, also dass man Informationen nach aufnehmen kann, wenn sie die so runterhaut. Es ist anspruchsvoller, als man denkt, diese ganze Kleinstarbeit. Du Ein bisschen mehr Text. Brauchst du Replay schon? Unter 60, auf Kaya geht los. Unter 60, auf mich. Jetzt müssen wir. Ein bisschen auf Gas. Ja, gewonnen. Hey, alles gut. Okay, warte. Wer das Lust, kommt Joe mit? Nee, der schafft's nicht. Schafft er es nicht? Boah, genau. Doch umgedreht. Komm, Joe. Hey, warum kannst du das so? Der Lara? Ja. So Bauchtanz macht aber. Oh, pass auf. Ja. Kannst du auch nicht mehr. Achtung, du rennst gleich in den Müll. Oh. Das ist echt nicht so schwer, hä? Der Hut, der Hut liegt. Warte. Sieht nicht am Hut, Bitch! Krass! Heftig! Sehr flach. Ich hab mir einmal einen Plattenkopf. Ja, das war lustig, können wir oben drehen. Ich hab dir was mitgebracht, Papa. Schokoeier. Genau. Hier hat man auch wieder diese krassen Sonnendinger gesehen, ne? Ich glaube, die warten hier gerade einfach auf Sonne. Das ist ja einfach alles im Schatten. Ich hab dir was mitgebracht. Hier haben wir wieder die Sonne. Die hatten ja so krass Probleme mit dem wechselnden Licht und das ist teilweise super schwer einzufangen. Und manchmal muss man einfach wirklich warten. Papa. Schokoeier. Genau. Schokoeier. Wenn man hier auch Kaya sieht, ist auch schön, ne? Ein bisschen mehr. Okay, dann machen wir ein bisschen weiter. Ne, liebe Kaya, Freunde. Deine Lieblingsschokolade. Es geht immer wieder runter. Deine Lieblingsschokolade. Dann machst du so steckst du ihn in den Mund. Julia, ey, ganz ehrlich, ne? Wenn ihr wahres Gesicht kennen würdet. Das ist ja ganz gefährlich heute. Wir waren so professionell am Set. Und dann kam ich, oder was? Jeder konnte seinen Text. Bitte! Deine Lieblingsschokolade! Haben wir? Nächster Serienperspektive. Ein bisschen closer. Ja, aber ich war auch nicht. Ja. Hier ist wirklich krass, wie simpel runtergebrochen das ist mit dem Team. Guck mal, das ist echt ganz cool. Er hat ja halt hier die Kamera mit seinem Easy Rig. Wir haben hier den Tonmann. Das war's. Hier sind keine Reflektoren, keine Lichter, kein gar nichts. Hier hinten sitzt der Rest des Teams. Die drehen wirklich nur mit Sonnenlicht. Und deshalb ist diese ganze bewölkte Stimmung hier auch so ein Problem. Wahnsinn. Wir überlegen gerade, wie Stegi aussieht. Angeblich gut. Stegi, zeig mal dein Gesicht. Ja, zeig doch einfach, ganz ehrlich. Komm, schick uns irgendwie so einfach mal so ein Bild bei Insta oder so. Wir stehen noch und warten. Wir doch nicht. Oder die Lara schickt du uns. Kann ich dieses Video unterbrechen? Ja, wir warten auf. Das ist halt auch so ein Kackjob. Ne? Also Joshua, der hier einfach regelmäßig da reinhauen muss, weil natürlich sind die Behind-the-Scenes wichtig, aber am allerwichtigsten ist der Hauptdreh. Und das ist ja offensichtlich auch ein Tag mit ganz schön Stress. Okay, wir können shooten. Können Sie nicht mal meinen Videodreh stören? Wer sind Sie? Dein Dad ist Türke? Ja, warum nicht? Set. Und 3, 2, 1, go!
It's been a long day. Wobei, nee, muss rein. Ja? Kamera läuft, go! Ihr habt einen bewölkten Tag und müsst diese Sommerstimmung erzeugen, ne? Es ist einfach so ein Horror. Jetzt auch, wenn ich das sehe, bei jedem Bild ist immer wieder Sonne, keine Sonne, Sonne, keine Sonne. Horror. Okay, danke. Ich will auch gar nicht lange reden, aber wir haben jetzt den Finn Knit-Sweater hier bei Eternal God rausgebracht. Super kuschelicher, weicher Oversize-Sweater, aber im Knit-Style. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, wir haben eine neue Homepage. Eine ganz neue Homepage für eine ganz neue Shop-Experience. Nee. Lassen Sie sich nicht stören, ne? Streift euch komplett hier einfach. Ich höre noch auf meine Website, sehr gut, danke. Sehr gut, sehr gut. Es gibt jetzt auch neue Zahlungsmöglichkeiten, Klarna, Google Play und so weiter. Und ja, ich komme hier total unvorbereitet rein und stehle eure Zeit. Aber eigentlich wollte ich nur sagen, diese Website sieht so nice aus, da kommen noch so viele Sachen dazu. Wir werden da noch die Character Stories einpflegen, wir werden da die ganze Zeit jetzt die nächsten Monate an dieser Webseite bauen, damit die noch geiler und fresher wird. Schaut gerne in unserem neuen Shop vorbei, gebt uns auch gerne Feedback, vielleicht auch direkt bei Instagram, Eternal God. So, und dann jetzt geht's weiter mit dem Video. Scheiße, jetzt habe ich diese Schlafnarkose von Kaya bekommen. Ich weiß auch nicht, bei Kaya war mein Schaf am Set und man wusste nicht, wem gehört diese Schaf. Warum kann ich nicht? Und wie ist die Rolle zu spielen? Cool, das ist aber eine Herausforderung mit dir. Weil ich will mit dem immer nur Scheiße bauen. Ich sehe sein Gesicht und will sofort. Und dann, nein, du bist der Mann im Mond. Okay, ich bin Mann in der Mond. Du bist der Mann im Mond. Mann in der Mond. Aber nachher, wenn ich wieder der UFO bin, ich glaube... Boah, da kannst du komplett ausrasten, Alter, dann lass ich Alter, alles Junge. Raus. Du hast jemand Wichtiges in deinem Leben verloren. Lass ein Musical draus machen. Meine besten Freunde. Dein bester Freund war ein... Das ist übrigens total schwierig. Die bereiten ja eigentlich gerade eine total emotionale Szene vor. Und das ist nicht einfach. Gerade wenn du noch nicht vielleicht so viel Erfahrung hast in so dramatischen Spiel, dann ist es ja viel leichter, wenn man auch vielleicht ein bisschen Unsicherheiten hat, da diesbezüglich da erstmal Quatsch draus zu machen aus der Szene. Und da gibt es so viele Herangehensweisen. Aber am Ende hat es halt gut geklappt. Die haben sich da hingesetzt und haben die Szene gespielt. Finde ich aber spannend, wie sie beide hier das so ein bisschen umgehen und da gar nicht in das Drama reingehen, sondern kurz mal den Text und ein bisschen Quatsch machen und sich versuchen aufzulockern, hat ja jeder so seinen eigenen Umgang mit so mit solchen Situationen. Ein Mensch, ich versuche aber zu retten. Wir gehen damit auf Tour. Oh, schade, ich wollte es sehen. Aber du bist auf Tour. Tickets? Ja. Hier, durch diesen Aufruf kriegst du locker noch 5 mehr. Komm, kann ich persönlich begrüßen, die 5. Ja, ich bin auf Tour. Mach richtig, guck mal hier, so sieht ein Text aus. Muss ich lernen. So sieht nicht ein Text aus, das ist, der Text mit Storyboard. Das ist echt cool, dass sie das immer so machen, dass du auch als Schauspielerin und Schauspieler direkt die Bilder daneben hast und genau weißt, was gedreht wird, welche Szenen, welche Kameraeinstellungen. Ist ja auch total hilfreich. Das muss ich lernen, weißt du? Hab ich auch gemacht, aber ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis. Ich hab sie gestern, habe ich den Text noch gekonnt. Einmal geschlafen, weg. Ich wache jeden Morgen quasi mit einer neuen Festplatte auf. Okay, ich habe nicht gelernt. Es gibt aber einen Weg, diesen Schmerz zu besiegen. Nur an diesem Punkt bin ich noch nicht. Ich bin so kamerageil, ne? Sobald irgendwas auf mich gerichtet... Ich habe auch eine Person verloren, die ich nicht retten konnte. Ich weiß, wie es dir geht. Ich habe auch eine Person gerettet, die ich verloren. Nein, ich habe einen Retten verloren. Nein, ich habe einen Retterperson, der verloren. Nein, ich habe einen Tintenfisch verloren, der nicht retten konnte. Nein, ich habe... Bleib hier, du Sau. Ich kenne diese Person. Sie ist ein wichtiges Gesicht im Spiel des Tintenfisches. Boah, so eine Situation kann richtig unangenehm werden. Die haben jetzt hier Spaß und kriegen das irgendwie hin. Aber du kannst auch in dieser Situation sein und dann ist jemand am Set, ein Schauspieler, eine Schauspielerin, die wirklich diesen Quatsch machen, den Text nicht können und diese Unsicherheit versuchen zu überspielen durch Scherze. Also ich sage jetzt nicht, dass er das macht, sondern so generell, es gibt diese Situation. Und das kann richtig scheiße sein, weil, ne, wenn einem das dann peinlich ist, dass man den Text nicht gelernt hat, versucht man Quatsch zu machen, das verzögert alles noch mehr. Man lernt immer noch nicht den Text, lernt ihn vielleicht aus, wenn man so Quatsch damit macht, falsch. Das kann eine absolute Horrorspirale werden im Set, gerade wenn man mit unsicheren Leuten zu tun hat. Super doof, wenn das passiert. Und das ist extrem wichtig, als Regisseurin, Regisseur, da super aufzupassen und die Leute abzuholen und zu sagen, ey, ist okay, mach mal ganz entspannt. Wir setzen jetzt mal ganz in Ruhe hin. Der Druck ist enorm. Du stehst halt da und wenn du derjenige bist, der deinen Text nicht kann, warten da 20, 30, 50, vielleicht 100 Leute darauf, dass du jetzt schnell deinen Text lernst. Und natürlich ist man da nicht entspannt und kann gut einen Text lernen. Das kann richtig scheiße sein.
Ich kenne diesen Tintenfisch. Er ist ein wichtiges Gesicht in deinem Leben, den du nicht retten konntest. Nochmal kurz auf Ernst, bitte. Dein bester Freund war ein Tintenfisch, meiner war eine Krake. Ja, genau. Ich stelle mir nur selber ein Bein mit dem Scheiß, weißt du? Komm, lass uns jetzt wirklich ernst. Ich bin ernster als sonst, weil die Rolle ja ernst ist. Ja, ja. Aber das ist gut, dass du jetzt dein ganzes Comedy-Potenzial einmal so verpulverst. Stimmt, das kann auch total hilfreich sein, dass Leute, die so diesen Drang haben, so, also die einfach so krasse Entertainer sind wie Kaya, dass die einmal so alles rausballern und dann ist gut. Aber er ist halt auch, ich denke mal, durch seine Erfahrung und durch die langjährige Bühnen- und Filmerfahrung so ein Profi, der macht das gleich trotzdem ohne Probleme. Das war ein ganz Comedy-Konzert, jetzt verprügelt. Ey, ich fand's mega funny. Also. Ich hab noch gar nicht angefangen. Okay, noch einmal den Text. Okay, komm. Ich kenne dieses Gesicht. Du schaust wie ein Tintenfisch. Okay, sorry. Ich kenne dieses Gesicht. Du hast jemand Wichtiges in deinem Leben verloren, nicht wahr? Mein bester Freund. Die Dose hat mich an ihn erinnert. Dein bester Freund war ein Tintenfisch? Nein, ein Mensch, den ich versucht habe zu retten, aber... Ich weiß, wie es dir geht. Ich habe auch jemanden verloren. Ich habe auch eine Person verloren, die ich retten wollte. Die ich nicht retten konnte. Fuck! Ich weiß, wie es dir geht. Yes! Ah! Da ist es, da ist es. Wir müssen einfach 80 Mal reden. Ja. Einfach alles durch. Ich weiß, dass du eine Mutter hast. Ich weiß, wie es dir geht. Ich weiß, was dein Haus ist. Ich weiß, wie es dir geht. Das ist... Josh? Ja? Und bitte! Und auf einmal gibt es auch kein Behind-the-Scenes-Material mehr, wo gesprochen wird, weil jetzt volle Konzentration. Das finde ich immer ganz spannend, auch in den Behind-the-Scenes ist, die labern, machen Quatsch, dann steigt der Druck so, und nein, wir müssen es jetzt hinkriegen, er muss es jetzt liefern. Und dann kommt eine Musikmontage, ein paar Shots links, rechts, weil dann ist erstmal vorbei mit dem Spaß. Das geht doch klar so, ne? Ja, haben wir doch, oder? Ja, okay, dann next. Ja, die Total haben wir auch schon. Und? Oh, das Ding, was da hinten fährt, da fährt Julia nachher mit. Das ist Julia gerade. Da kommt sonst. Und bitte. Danke, reinkommen. Oh mein Gott! Oh, was ist denn hier passiert? Oh, habe ich Thomas, hast du auch gemacht? Natürlich! Was hast du ausgegraben? Ein Knochen. Knochen von einem Mechanosaurus oder was? Mechanosaurus. Mechanosaurus. Ein Stück Geschichte. Mit der Brille sieht das ja auch krass aus. Wie die weiße Farbe sich da unten so abspiegelt. Das ist schön, sonst alles gut. Nee, guck mal, wie ich aussehe. Das ist Was hat denn das? Ach so, damit die Brille nicht angeschmiert wird. Ach so. Ist gut. Ich habe so Watte, nur ein Gläser, mein Gesicht. Hast du vorhin eigentlich die Brille bei dem Shot ausgezogen eben? Ja, habe ich. 14, 15 Uhr müssen wir die jetzt im Profi. Das sieht nach Deep Talk hier aus. Ja, deswegen verpiss ich. Das heißt, erst heute sie beide, kommst du ein bisschen auf die Kamera zugerannt. Du guckst dich ein bisschen um und schreist dann vor Freude, weil du was entdeckst. Und Was Sean hier macht, ist auch immer super, super wichtig. Am Anfang einmal mit den Schauspielern in die gesamte Szene durchgehen, den Ablauf, was jetzt wie passiert. Und idealerweise hört da das ganze Team einmal zu. Das ist immer total blöd an Sets, wo, weil die es anders gelernt haben oder anders machen, dann Beleuchter, Ton, Kamera vielleicht einfach so halb anwesend sind, dass alle einmal dabei sind. Du kannst es auch in zwei Schritten machen, wenn du die Zeit hast, und machst erstmal nur Schauspielenden Gespräch und machst dann mit dem ganzen Team. Idealerweise alle zusammenholen, alle jetzt einmal mitnehmen, was jetzt in dieser Szene passiert. Das ist so effizient nachher für den Dreh. Weil die beiden wissen jetzt genau, was abläuft. Die sprechen einmal die ganze Szene durch und nachher, wenn du eine Szene durchgesprochen hast, zerhackst du die ja meistens. Also du drehst ja seltenst eine ganze lange Szene am Stück, sondern du erklärst einmal, das ist jetzt die gesamte Szene. Und wir drehen jetzt das in diesen 4-5 Kameraeinstellungen, in diesen 4-5 Teilen. Und super wichtig ist natürlich am Anfang einmal das besprochen zu haben, weil der große Vorteil bei einem Team ist, alle denken dann mit. Dann drehst du den Close-Up, die Totale, machst dies, mach das, und dann sagt später vielleicht einer, Moment, hatten wir nicht am Anfang noch gesagt, wir brauchen den und den Hinweis oder die und die Einstellung noch? Weil das passiert immer mal, dass was runterfällt, dass man was vergisst, dass was Neues hinzukommt, was wichtig ist. Und wenn du in so einer Situation im gesamten Team einmal kurz erklärst, was jetzt die Szene ist, was der Plan ist, was wer macht, kannst du davon so krass profitieren für dein Projekt. Frau Buck, du hast einen Herzinfarkt dabei. So richtig kreischen? Kannst du mal was zeigen? Ja, ich kann so machen oder... Mhm. Ja, das cool. Ist eigentlich ganz geil, ja. Ihr seid vorher in der Szene voller Freude losgerannt, wie so zwei Kinder, die gerade, weiß nicht, zum Süßigkeitenladen laufen. Das ist auch extrem wichtig. Es passiert ja oft, dass man Szenen an verschiedenen Tagen dreht. Das heißt, Julia und John gehen hier, rennen aus einer Szene raus, gute Laune, bam, bam. Dann drehst du erst 10 Tage später,
das Bild danach, weil du vielleicht so tust, als wäre neben dem Supermarkt ein Schrottplatz. Und dann laufen die ja am Supermarkt raus und kommen am Schrottplatz an. Du drehst aber erst in 10 Tagen den Schrottplatz und hast den Supermarkt schon gedreht. Und dann ist super wichtig, dass die halt nicht freudig rauslaufen und in der nächsten Szene gehen sie so locker zum Schrottplatz. Wenn das direkt hintereinander stattfindet, sind sie ja gerade fröhlich und in dieser emotionalen Energie. Und dann können sie jetzt dann nicht danach entspannt und irgendwas sein, wenn keine Zeit vergangen ist. Soll ja direkt aneinander stattfinden. Und das ist auf jeden Fall immer die Arbeit des Regisseurs, der Regisseurin, darauf zu achten, dass die Leute, wenn du Szenen an verschiedenen Tagen drehst, dass du immer weißt, wo kommen die Schauspieler hin und die Schauspielerinnen und wo gehen sie hin. Also was ist der emotionale Zustand, mit dem sie in die Szene kommen und mit dem sie rausgehen, damit du halt, wenn du später die ganzen Szenen zusammencuttest, eine durchgängig nachvollziehbare Emotion hast und die Leute nicht, also es so wirkt, als würdest du durch eine Tür gehen, auf einmal bist du super traurig, gehst durch die nächste Tür, bist super fröhlich. Es muss ja zusammenpassen. So müsst ihr ja auch am Anfang sein. Hey, war perfekt. Das wäre geil, ja. Fass mich an. Fassen Sie mich an. Okay. Sehr witzig ist auf jeden Fall, der John hat ja die ganze Zeit diesen weißen Kreis, das war Bu, da im Gesicht gehabt. Deswegen sieht man jetzt zwar nicht so gut auf der Kamera, aber da genau ist er halt nicht mehr so braun geworden. Jetzt hat er den weißen Kreis für immer. Ey, John, lass mich doch mal von vorne gucken. Jetzt komm, hör doch mal auf. Ja, ich film den doch mal. Ja, film hier. Ach, oh, fuck. Ich sehe den Kreis auf jeden Fall. Ich sag, ich strike hiermit. Tatsache. Neuer Video. Ach, du strikst gar nicht. Du hast einen Kreis im Gesicht, John. Eigentlich striken, wir machen das alles gerichtlich. Ah ja, genau. Irgendwie noch so. Gucken, ob das funktioniert. Wir haben gerade entdeckt, dass der Thomas eine Allergie hat. Wir wissen aber nicht gegen was. Er kriegt so Pusteln. Überall. Das Gesicht ist auch angeschwollen. Was wahrscheinlich irgendjemand zeigen will, aber deswegen halte ich die Kamera auf jeden Fall im Gesicht. Oh mein Gott. Hast du die Tablette jetzt geschluckt? Dieser Drehtag ist auf jeden Fall verflucht. Aber wir haben Julia bei uns. Wo ist sie? Thomas hat. Sag mal, ist das alles noch der gleiche Tag? Das kann doch gar nicht sein. Eine heftige Allergie. Ich krieg überall Flüsternchen und so. Liebe Freunde, wie geht's euch eigentlich da draußen in den Kommentaren? Schreibt doch einfach mal ganz kurz hier unten einen kleinen Beitrag zu diesem Video, wie es euch geht, was läuft gerade bei euch, damit wir auch immer auch. Das ist wirklich mein Doppel. Oder? Das ist wirklich mein Doppel. Das ist Türke? Ja, wieso nicht? Haben wir? Ich hätte es nicht besser spielen können. Genau. Hey! Das ist hey! Boah, ich hab einen so ein Spinnenweh, mal. Das verfolgt mich schon seit ich aufgestanden bin. Ja. Ich dachte schon seit meiner Kindheit. Da ein bisschen improvisieren, ne? Mal ganz kurz, was ist davor passiert? Der Mann im Mond ist aus dir rausgeschossen worden. Von dem Strahl vom Tabu. Auch wieder super wichtig. Gut, dass Kaya das hier auch fragt. Genau. Das ist immer wichtig, dass die genau wissen, manchmal auch nach der Mittagspause, ne, kommst von der Mittagspause und sagst, ihr dreht weiter, denkst den Moment, wo sind wir eben rausgekommen, wie ging es mir nochmal, weil das einfach viel zu schnell passiert, dass es nachher zusammengeschnitten total sinnlos ist, weil die Leute fröhlich, traurig, gelangweilt sind, hintereinander weg und das einfach keinen Sinn macht. Shit, dadurch liegst du am Boden und wirst jetzt quasi von Julia wieder aufgehoben. Und so. Kann man das sagen auf YouTube? Das ist ja türkisch für alles Mögliche, oder? Das ist einfach nur. Also ich kann kein Schwäbisch. Die sollen nicht so. Bitte, bitte. Und irgendwie so, ah, mein Rücken dreckst scheiße auf. Mehr Stimme, den Hörer gehen auf einmal. Kompletter Character Break eigentlich. Ja. Tschüss. Wow. Alter, man muss nicht aufpassen vor dir hier. Er liegt da. Es ist soweit. Julia kriegt ihren Heißluftballonersatz. Hat jemand ein Taxi bestellt? Das ist auch total cool, dass diese Figur, die so viele Absurditäten hat, auch immer so immer noch einen draufsetzt. Ne? Und jetzt nach dem Heißluftballon den Bagger, das ist schon schön. Hast du schon einen Termin mit Sean? Ja, aber ich weiß noch nicht, ob ich da kann. Aber wir kriegen es hin. Wir kriegen es hin. Was soll ich jetzt tun? Du musst es jetzt tun. Also ich darf nicht wirklich fahren, oder? Ich glaube, du darfst schon mehr, als du denkst. Oh mein aber Gott. Es geht darum, den Kran gleich hochzumachen. Und das darfst du. Boom! Und dann boom nach oben rein wieder. Das ist die Knuffmuff-Kanone. Ja. Ach du Scheiße. Alter, ja. Verarsche mich. Nee, ist richtig. Julia? Ja? Ja? Du darfst jetzt gleich eine Drehung machen. Er bringt es Julia bei. Ich schwöre, dafür liebe ich einfach Aachen, ne? Aachen, da werden so richtig Träume wirklich und ich liebe YouTube. Ich meine, die Idee kam ja erst, als wir das Ding gesehen haben. Ihr müsst euch vorstellen, Rezo ist nur Bagger gefahren. Ich kann nicht Bagger! Aber Julia, ich weiß nicht mal, wie das Ding heißt.
Sofa sitze. Wie fühlst du dich da oben? Also, wir machen jetzt einen Effektshot. Guck mal, die Julia sitzt da in diesem geisteskranken Monster-Truck und eigentlich hängt Babu da vorne dran und macht gerade seine Knuffwurfkanone. Und weil wir das natürlich nicht echt machen können, machen wir das jetzt als Effektshot und faken das einfach. Alles fake. Alles fake. Meine Tochter, da geht hin, guck mal, wie hübsch geworden ist, trotz Vater. Aber ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, welche Mutter ist. Hier kommt nichts an. Was? Dann rufst du von hinten. Hey, Fake Papa! Nur ein bisschen cooler, als ich das gemacht habe. Genau, so. Genau. Und bitte. Hey, Fake Papa! Hey, Fake Papa! Hey, Fake Papa! Geil, stopp. Dann machen wir jetzt die letzten 10. Genau, und erstmal die. Juhu. Ohne John einmal. Ohne John. Herzzerreißend. Aber neben nackten John zu sitzen, ist auf jeden Fall ein Privileg. Du hast nicht jeder. Ach, der hat das Handtuch wahrscheinlich um, dass er nicht verbrennt, ne, an der Sonne. Ja, hat. So, ich bitte. Ah, hier ist auch nochmal schön. Hier haben sie wieder das Problem mit dem Schatten und dass da nicht so viel Sonne ist. Und dann hier wieder Reflektor hilft natürlich, dass er nochmal schön aufgehellt wird. Aber ey, da will ich nicht mehr tauschen, das ist immer so stressig. Dich darum, es mir auszuhändigen. Wer auch immer dir das erzählt hat, der hat gelogen. Ihr seht es schon wieder, ne? Wir haben hier keinerlei Schatten auf dem Boden, ne? Die Sonne ist nicht draußen, null Schatten. Ich bitte dich darum, es mir auszuhändigen. Wer auch immer. Nächster Shot, 1000 lange Schatten, also schon auch spät am Tag, solange wir die hier fallen. Und das müssen die nachher sinnvoll zusammenschneiden. Das ist harte Arbeit. Wer dir das erzählt hat, der hat gelogen. Machen dir ein Geschenk. Nee, ist schwere Arbeit, so rum. Geil. Ich find's sehr geil. Haben wir, sehr schön. Wir gehen ein bisschen weiter. Von der anderen Richtung, meinst du? Obwohl, nee, wir müssen ja mal. Warte mal. Haben wir, sehr schön. Wir gehen ein bisschen weiter. Von der anderen Richtung. Na, leider sieht man die Uhrzeit nicht. Meinst du? Obwohl, nee, wir müssen ja mal close bleiben. Nee, ich denke nur wegen Googlen, aber ja, Google ist ja echt easy. Ja, nee, scheiße. Mhm. Da braucht ihr mich auf jeden Fall, aber ich muss noch pissen. Aber ich gucke böse nach links. Ja. Genau. Gut. Also, guck mal hier auf dem Schirm, da oben den Griff. Das ist auch etwas, was immer wieder passiert. Du hast ja jetzt Kaya da stehen und der soll dann nach rechts gucken, um Babu da zu sehen, wie er an dem Kran hängt. Das heißt, er muss auf eine gewisse Höhe gucken. Du kannst ja nicht einfach nach links gucken und dann schneidet man nachher rüber und dann stimmt der Blick nicht. Das nennt man auch eine Blickachse. Also wo guckt der Blick hin und wo guckt er drauf? Und wenn Babu jetzt so hoch hängt, muss Kaya natürlich hoch gucken. Die sind ja nicht auf Augenhöhe und gucken sich an, sondern Babu hängt ja viel tiefer. Das heißt, Kaya muss so hoch gucken. Da es aber jetzt hier keinen Babu gibt und vielleicht auch der Kran schon weg ist, muss man ungefähr überlegen, wie hoch war das? Und Joshua hält jetzt hier halt einen Schirm hoch, damit Kaya oben an die Kante des Schirms gucken kann, damit die Blicksachse nachher richtig ist. Gibt es eine preisgünstige Lampe, die Sonnenstrahle simuliert? Nicht, dass ich wüsste. Du kannst Sonnenlicht immer ein bisschen verlängern, aber Sonnenlicht simulieren. Preisgünstig? Nein, noch nie davon gehört. Wieso zögerst du? Hey, Dad! Und hier, der Blick, ne? Darf halt nicht auf Augenhöhe sein, sondern er müsste dann, wenn es um Babu geht, und diese Kanone höher. Ja, haben wir. Vielleicht war das sogar schon, habe ich jetzt gar nicht genau gesehen. Aber genau, es muss ein bisschen höher, damit du das auch vernünftig zusammenschneiden kannst. Da soll ich drauf fallen. Der Kollege hin. Da aus dem Bild. Da wo die Matratze hin tut. Moment. Ja, du kannst dich immer so ein bisschen eindrehen, weil ab hier sieht man dich eh nicht mehr. Mhm. Bist du es gar nicht? Nee, Tom. Du bist einfach oft umgefallen. Ja, mein Leben, da so eine auch. Technik entwickelt. So, das haben wir so. Also ich mach nur den Impact. So. Wie krass die Sonne jetzt schon steht. Die Szene spielt ja irgendwie, weiß ich gar nicht, wie lange die geht, also in der Geschichte. Aber was, dass sie das an einem Tag gedreht haben, Wahnsinn. Also scheinbar mit diesen krassen Sonnenbewegungen hier. Genau, ja. Go! Vlad, das ist Eddie, ja? Nein.
Ja, oh Gott. Ich darf vergessen. Sorry. Du kannst jetzt voll ausrasten, uns alles geben, was du hast. Ich kann natürlich so ein Fantasietürkisch machen, was keiner kapiert. Wie zum Beispiel? Ach, Karabüsselim. Das kannst du sagen, so legit. Kannst du mit Rücken und Schmerzen mischen irgendwie? Ja, ja, ja. Oh, mein Scheiße, Rücken, Karabüsselim, der kann das. Ach, das ist blöd, ich habe schon Weibenvorfall. Nein, Bandscheibenvorfall. Ach, Scheiße, ich habe vergessen, wie heißt. Ich bitte dich, ich habe gesagt, du sollst einen Türke heiraten. Bitte. Was man machen kann, wenn man mit Sonnenlicht arbeitet, man kann es verlängern. Das haben wir jetzt hier zum Beispiel hier. Wenn die Sonne jetzt untergeht und nur noch so ein bisschen Licht durchkommt von diesem warmen Orangenlicht, kannst du halt Lampen aufstellen, die das warme Orangenlicht nochmal verstärken. Das heißt, du hast eigentlich schon total viel Schatten und es gibt nur noch so ein bisschen Sonnengefühl. Dann ballerst du nochmal Lampen drauf. Das geht aber nur eine Zeit lang, weil sobald dann der gesamte Hintergrund richtig dunkel wird, kenne ich zumindest keinen Trick, um das dann noch zu simulieren. Simulieren kannst du Sonnenlicht sehr gut in geschlossenen Räumen, weil du kannst dann einfach zum Beispiel hier mit so einer Lampe arbeiten und dann gibt es diesen klassischen Trick, du machst Jalousien davor, dann fällt so oranges, warmes Licht durch eine Jalousie, du hast irgendwo einen Schatten von der Jalousie und dann glauben wir immer sofort alle, alles klar, Sonnenlicht. Das ist so ein ganz einfacher Trick und generell in geschlossenen Räumen, in die kein echtes Tageslicht reinkommt, kannst du dir ja eigentlich alle Filmstimmungen, Lichtstimmungen bauen, aber da draußen immer sau schwer. Ja, haben wir. Ja, genug? Haben wir, ja. Go! Ich wusste nicht, wie gut es mit deinem Bein zu sprechen. Du bist ein cooler Dad. Eins, go! Oh. Das ist geil. Go. Ich glaube, ich liege in Scheiße. Wichtig ist, dass du noch ins Bild reingerannt kommst. Alter, mein Rücken. Ach, oh, Scheiße, diese. Oh, zu viel Racke wieder. Oh, die ist blöde Scheiße. Julia, Habibi. Du siehst aus wie deine Mutter. Ha? Hast du schon einen Freund? Das ist mit mir im Fall. Wir bleiben in der Rolle. Ja, ja. So? Kamera ab. Laufen. Und bitte. Hey, Judas, hast du vorher nicht gemerkt, dass ein Dad komplett anders spricht? Oh, scheiße, Rücken, Walla, mein Alter. Oh, stimmt, jetzt, wo du es sagst. Schokoeier? Oh, das ist gut, diese. Oh, danke. Strong! Ja, das ist wahrscheinlich sehr strong. Das ist sehr lustig, ja. Das Einzige ist noch, das Leiden ist noch nicht so ganz. Dass der komplett anders spricht. Oh, la Rücken, scheiße, Alter. Das ist auch übrigens diese Grimassen von Regisseurinnen und Regisseuren, habe ich auch schon so oft gesehen. Ich weiß nicht, ob ich die selber mache. Habe ich mich noch nicht bei beobachtet. Aber die Emotionen so mitfühlen, mitsprechen, sehr oft schon gesehen. Julia Habibi! Lange nicht mehr gesehen! Du siehst aus wie deine Mutter! Oh, was ist hier passiert? Ich weiß nicht, bin ich aufgewacht, diese alles tut weg kaputt. Cut. Ja, war doch strong, oder? Ja? War strong, ja. Komm, haben wir. Jetzt direkt nächster. Dann Schuss auf Kaya. Habibi, ich nehme das Beste von dir für mich. Komm, Papa, ich bin in Sicherheit! Keiner bewegen, bitte. Wir machen eine Tonaufnahme. Hey, John. Ja. Das war's! Julia ist am Nice. Ey, mega cool, dass du das auch machst. Passt on time. Strong. Strong. Okay, ja, gut. Tschüss. Und go. Ach, das ist die. Es ist natürlich ein bisschen doof mit den Dingern hier drüber. Aber das ist die Szene, wo sie auf seinem Rücken stehen, ne? Wo sie John so gedreht haben und sie später auf seinem Rücken stehen. Ja, lustig. Kann ich leider kann man die Dinger nicht ausschalten. Das ist so eine Scheiße. Also man kann ja alles Mögliche ausschalten. Ach, nicht, sowieso nicht mehr. Manchmal ein bisschen nervig. Ich bin super, super gespannt, ob sie bei den kommenden Videos jetzt ein Story-Element einbauen, warum es auf einmal Herbst ist. Also ob sie wirklich sagen, wir behaupten einfach, der König im Raumschiff ist so durchgedreht und hat irgendeinen Strahl rausgeschickt und alle grünen Blätter sind gestorben oder sowas. Sowas kannst du ja auch machen. Oder ob sie versuchen, das anders zu kaschieren. Ich bin so gespannt, weil das ist eine krasse Herausforderung.